Hallöchen. Bumm. ich wurde ziemlich oft gefragt, wie ich meine Videos mache oder wie man bessere Videos machen kann oder alles so eine Sachen halt. Ich habe lange überlegt, das geht eigentlich schon solange ich eigentlich Videos mache, ob ich sowas machen soll. Und da es Winter ist, dachte ich mir, ja komm, machst du so eine Serie drüber. Heute ist also die erste Folge, wo wir so ein bisschen drüber reden wollen, was man denn alles dazu braucht, um einen YouTube-Kanal erstmal zu eröffnen. In der nächsten Folge wird es dann darum gehen, wie man die Videos richtig bearbeitet, hochlädt, etc. Und ja, aber erstmal Intro. So, ja, wie gerade gesagt, will ich heute ein bisschen mal auf Videos drauf eingehen, wie ihr die am besten macht und. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz oben an. Also was heißt ganz oben? Erstmal müsst ihr euch ja im Klaren sein, was ihr überhaupt für Videos machen wollt. Das ist erstmal vollkommen logisch. Ihr müsst euch im Klaren sein, was ihr überhaupt vorhabt. Wollt ihr mehr Tutorials machen? Also ich rede jetzt nur für RC-Videos natürlich. Ja, wollt ihr mehr Tischvideos machen? Wollt ihr Bash-Videos machen? Wollt ihr, keine Ahnung, wollt ihr Bauvideos machen? Alles so eine Sachen. Auf jeden Fall empfehle ich euch, auf jeden Fall zu reden in Videos. Manche Videos gehen auch ohne Worte, das mag wohl sein, aber indem man mit den Leuten, mit den Abonnenten, mit euch jetzt zum Beispiel redet, wird das Ganze ein bisschen persönlicher und hat damit ein bisschen eine familiärere Note und die Leute schauen dann auch lieber zu. Das kann man natürlich noch steigern, indem man sich komplett zeigt, wie es zum Beispiel das Silver Sea macht. Das muss man auch für sich selber entscheiden, wie bei mir zum Beispiel, wisst ihr ja, ich mach's nicht, weil bei mir die Autos im Fokus stehen und nicht ich. Deswegen mache ich das so und nicht wie andere Leute, wie zum Beispiel das Silver Sea. Dann, wenn ihr redet, natürlich flüssig durchweg, ohne großen Pausen. Wenn Pausen entstehen, könnt ihr die nachher rausschneiden, dazu kommen wir aber dann später noch. Dann, was ich immer wieder lese in Kommentare, hier, schau mal bei mir vorbei, ich mache jetzt Videos, bla bla bla. Dann schaue ich da vorbei, dann ist da ein Video, was vor 3 Monaten gemacht wurde und das war's dann schon. Also wir haben jetzt in unserer Gruppe zum Beispiel schon extrem oft mitbekommen, ob Leute gefragt haben, ob die mit in unsere Community mit rein dürfen. Das Problem ist aber, Leute, macht erstmal kontinuierlich Videos. Das ist ganz wichtig. Kontinuierlich Videos machen, das heißt jetzt nicht jeden Tag. So übertrieben wie irgendwelche Let's Play oder sowas, das funktioniert in unserer Charge hier nicht. Das geht nicht. Also ihr müsst Videos machen, wenn ihr darauf Bock habt. Ihr wisst es zum Beispiel bei mir. Leute, die mich schon eine Weile verfolgen, die wissen, ich mache Videos, wenn ich Bock habe. Wenn ich keinen Bock habe, kommt auch kein Video. So einfach ist die Sache. Also da kommen wir auch noch zum weiteren Punkt. Ihr müsst Spaß bei der Sache haben. Wenn ihr jetzt YouTube macht, wie es ja viele Let's Player machen. Ich mache jetzt YouTube, weil zum Beispiel Gronkh Haufen Kohle damit verdient. Das ist Bullshit. Also wegen Kohle braucht ihr mit YouTube nicht anfangen. Bis ihr damit Kohle verdient, da seid ihr schon 10 Jahre dabei. Vor allem im RC-Bereich. Da braucht ihr euch gar keine Hoffnung machen. Überzeugt das mal durch eure Videos. Lasst euch dafür Zeit. Macht euch vorher Gedanken. Alles so eine Sachen müsst ihr auf jeden Fall beachten, nicht einfach jetzt sagen, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal auf, mache da eine Welle in sämtlichen sozialen Netzwerken und dann kommen 3 Videos und dann habt ihr keinen Bock mehr drauf. Das ist Schwachsinn, dann macht lieber für euch Videos. Die könnt ihr ja dann trotzdem öffentlich stellen, aber macht da nicht so auf Welle und ihr wisst schon, wie ich das meine. So, dann ist auch wichtig, niemanden zu kopieren. Also wenn ihr jetzt einen Kanal aufmacht, der German RC Channel heißt, ohne das The German RC Channel, ist es natürlich Bullshit. Erstens mal wird es mich nerven und zweitens mal nervt es dann auch die Leute, die mich verfolgen zum Beispiel. Lasst euch was Geiles einfallen, aber kopiert niemanden. Das ist auf jeden Fall auch wichtig.
Genauso wichtig ist das mit dem Spam von Leuten unter Kommentare schreiben, hier, schaut meine Videos an, das mag keiner. Ist ganz einfach so. Dann kommen wir mal weiter, wenn ihr euch jetzt entschlossen habt, ihr macht Tutorial-Videos zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal an, oder ihr macht Bash-Videos, nehmen wir jetzt mal Bash-Videos. Ihr wollt jetzt nur reine Vorvideos machen. Ja, was braucht ihr dazu? Im Prinzip, ganz ehrlich, reicht ein Handy, neuerer Bauort. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Galaxy S6. Reicht, vom Prinzip her reicht das aus. Einige wissen es, ich habe die Anfangsvideo über ein Jahr lang nur mit Handy gefilmt. Alle Videos auf meinem Kanal und es hat größtenteils nie einer mitbekommen. Warum ist das so? Weil ich es erstens nicht in der Hand gehalten habe, sondern ich habe mir was gebaut, wo das drauf steht und ich habe immer so gefilmt. Niemals so filmen, immer so filmen. Dann habt ihr nämlich schon 16 zu 9 und dann ist schon mal alles klar, das ist schon mal die halbe Miete. Und wichtig ist, baut euch irgendwas, wo das Handy drauf liegt oder so und dann filmt ihr immer stupide, wie es da steht. Auf einem Punkt, es wackelt nichts. Denn das Schlimmste ist, wenn es zum Beispiel Videos sind, wo man das Handy hinlegt und das bleibt dann alles drinne, das wird nicht rausgeschnitten, da wird das Handy hingelegt, man sieht schwarzes Bild oder was auch immer. Das ist immer Kacke. Ja. So viel zur Technik. Ihr müsst nicht gleich das Teuerste kaufen, gerade wenn ihr euch nicht sicher seid, wie lange euch die Sache Spaß macht mit den Videos. Nehmt euer Handy, ihr müsst es halt nur ordentlich machen. Wie gesagt, baut euch eine Halterung oder sowas, dann macht das schon mehr Eindruck und natürlich immer höchste Auflösung nehmen. Also mindestens, was heißt mindestens? Also auf YouTube ist das Beste Full HD. Full HD, bei Tischvideos reichen 30 FPS, bei Außenvideos würde ich dann schon in Vorvideos lieber 60 FPS nehmen, dass das Ganze ein bisschen flüssiger wirkt. Sonst ist das halt nicht so toll. Ich muss mal kurz einen Cut machen. So, sorry für die Unterbrechung, aber Nachbarshund ging mir gerade ein bisschen auf den Keks, deswegen habe ich gerade mal das Fenster zugemacht. So. Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Formate. Bei Videos. Ausgangsmaterial ist eigentlich mehr oder weniger scheißegal, ob das AVI ist oder MP4 oder was auch immer. Ihr braucht eh ein Schnittprogramm. Jetzt sagen viele, nee, brauche ich nicht. Doch, ihr braucht definitiv ein Videoprogramm. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Und Full HD, also 1920 mal 1080, ist das Nonplusultra, das müsst ihr haben, sonst wird das auf YouTube auf Dauer nichts, definitiv. So, dann kommen wir gleich mal zu dem angesprochenen Thema Videobearbeitung. Ihr braucht definitiv ein Videobearbeitungsprogramm. Warum? Ganz einfach, mit einem Videobearbeitungsprogramm könnt ihr Fehler, Sachen, wenn ihr euch versprochen habt oder wie bei mir ist gerade der Schnitt, könnt ihr einen Schnitt machen und das Video ist dann nicht unbrauchbar. Weil wenn man sich jetzt verspricht oder jetzt irgendwie irgendwas passiert, es klingelt oder was weiß ich, müsste man ja theoretisch das Ganze wieder neu aufnehmen. Somit macht ihr einen Cut und alles ist gut. Dann natürlich wegen dem Rendern. Rendern bedeutet, dass ihr das Video in ein anderes Format konvertiert quasi und die Schnipse, die ihr macht, zusammenfügt zu einem festen Video. Das ist daher wichtig, weil dadurch die Dateien deutlich kleiner werden, als wie sie aus eurer Kamera rauskommen, da ihr somit die Bitrate einstellen könnt. Das ist die Bildwiederholrate oder die FPS könnt ihr dann auch noch einstellen, je nachdem. Dabei ist es jetzt nicht wichtig, ein teures zu haben oder was weiß ich. Viele haben auch angefangen mit kostenlosen Programmen, wie zum Beispiel von Windows. Oder das von GoPro zum Beispiel, die dieses kostenlose Videobearbeitungsprogramm, ich hab's heute irgendwie. Das ist auch gut, das nutze ich auch teilweise sogar selber, obwohl ich Adobe Pro habe. Aber das benutze ich teilweise auch. Das ist echt brauchbar, das kann man echt benutzen. Man hat zwar nicht so viele Spuren, aber das ist ja eigentlich scheißegal, wenn man am Anfang ist, macht man ja eh nicht so viel Schnulli mit rein.
Dann, was dann natürlich noch wichtig ist, ist der Name von eurem Channel. Der Name hat viel Einfluss. Es muss auf jeden Fall ein Name sein, der einprägsam ist. Wie zum Beispiel, es muss jetzt nicht unbedingt was mit der Sache zu tun haben, weil es ist nicht immer gut, wenn ihr euch, wie es bei mir zum Beispiel, The German OC Channel oder German OC Playground, das ist nicht unbedingt das Ding. Es ist nicht wichtig, dass das genau das in eurem Namen widerspiegelt, was ihr macht. Es muss halt nur ein Name sein, der einprägsam ist. Wie zum Beispiel, weil ich es gerade vor mir sehe, Hulk. Hulk ist ein Name, der ist einprägsam, der ist kurz, knackig, alles cool. Wie gesagt, werdet euch da einig, sucht so ein bisschen was, was euch persönlich auch anspricht. Aber da müsst ihr auch wieder vorsichtig sein, wie gesagt, wie mit Kopien und sowas von anderen Leuten. Das ist immer nicht cool, sowas. Das nervt die Leute meistens bloß. Lasst euch da was Eigenes einfallen. Viele sind da echt kreativ. Ich habe da schon viele coole Kanäle gesehen von den Namen her. Wie gesagt, lasst euch da was Cooles einfallen. Es muss auf jeden Fall einprägsam sein und nicht zu lang. Also mein Name ist wirklich eigentlich schon viel zu lang. Aber ja, nun ist es zu spät, würde ich sagen. ja. Dann werde ich immer oft gefragt wegen Intros. Oh, Leute, Intros. Intros ist echt nicht wichtig. Intro kann man machen, es ist aber keine Pflicht oder so. Genau dasselbe trifft auch für Outros zu. Das ist das, was ihr bei mir hinten öfters seht. Manchmal lasse ich es auch weg. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Es hilft vielleicht ein bisschen. Es gibt dann einen sauberen Anfang, einen sauberen Abschluss. Aber es ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Da gibt es aber auch diverse Seiten, wo ihr euch kostenlose Sachen, so eine Art Templates sind das, die könnt ihr euch dann auf dieser Seite euren Namen eintragen und dann habt ihr das Intro kostenlos. Gibt es natürlich auch für Geld, aber wenn ich immer höre, kannst du mir mal ein Intro machen? Leute, das funktioniert nicht. Das ist. Wie ist mit dem Weihnachtsintro? Das ist so viel Arbeit. Das kann ich nicht einfach mal so machen. Das ist. Nee, da habe ich auch gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, dann, was natürlich noch wichtig ist, Design. Das Design vom Kanal, das ändert sich ja bei YouTube leider ständig. Zurzeit ist ja oben nur so ein Balken, wie ihr bei mir seht. Der ist natürlich alles vorgeschrieben. Das sind so Sachen, das kriegt man alles raus. Das ist auch wieder so ein Punkt, dass viele immer einfach stumpf Leute fragen. Obwohl es sehr einfach ist, das Ganze rauszufinden, da es ja so eine super Seite wie Google gibt, die einem ja fast alles anzeigt, was man eingibt. Das Design bei YouTube hat eine bestimmte Größe. Ihr müsst einen bestimmten Rahmen die Sachen ausfüllen lassen. Dass es auf alle Medien, so macht es YouTube zurzeit, dass es auf alle Medien gleich dargestellt wird, sprich für Handys, Fernseher, PCs etc. Beim Design ist eigentlich alles erlaubt, kann man sagen. Man kann ja machen, was man will im Prinzip. Es kann total auffällig sein, es kann total schlicht sein. Das muss jeder dann für sich selber rausfinden, was er gerne mag. Was ich persönlich immer noch wichtig finde, dass da vermerkt ist, was ihr noch für soziale Netzwerke habt. Dazu kommen wir aber in einer späteren Folge noch. Dass das da alles verlinkt ist. Und ja, was gibt es denn noch zu sagen? Wie ihr schon merkt, ich habe mich richtig gut vorbereitet. Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mir hier noch ein bisschen was hingekritzelt auf so ein Blatt Papier. Was auch wichtig ist. Das werde ich euch aber noch in einem späteren Video, werde ich da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Das ist die Kommunikation mit der Community, also mit euren Abonnenten quasi, dass ihr mit den Leuten schreibt, dass ihr den Leuten auch hilft, egal bei was. Ihr seht das bei mir. Bei mir hat eigentlich fast jeder Kommentar ein Like und jede Frage hat auch eine Antwort auf meinem Kanal. Ich lege da viel Wert drauf. Ab einer bestimmten Abonnentenzahl ist das natürlich irgendwann nicht mehr möglich. Also wenn man dann über 10.000 ist oder sowas oder 20.000 Abonnenten und dann dementsprechende Klicks hat,
wird das dann wohl nicht mehr so sein, weil irgendwann wird man da nicht mehr Herr, wenn dann am Tag 10.000 Aufrufe, 10.000 Kommentare hat oder 1.000 Kommentare. Das kann man nicht mehr schaffen, das funktioniert nicht. Aber soweit es mir möglich ist, ist mir das auf jeden Fall wichtig. Ja, so weit, so gut. Mehr habe ich jetzt dazu eigentlich ist nicht zu der ersten Folge. Lasst mir ein Like da, dass ich weiß, dass ihr noch eine zweite Folge haben wollt. Wie es dann mit dem Video weitergeht, weil bis jetzt haben wir ja noch kein Video gemacht. Es ging ja jetzt nur darum, das Ganze aufzubauen, einen YouTube-Kanal zu eröffnen und so weiter. Die Basics sozusagen, die man dann da hat. Und im nächsten Video würde es dann darum gehen, ein Video zu machen, zu rendern und hochzuladen, was dabei zu beachten ist. Und naja, lasst es mich wissen, ob ihr da noch weiter Bock drauf habt, dann mache ich das gerne weiter. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.